Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute möchte ich dir mal erklären, wie diese ganzen Filter, die die Wahrnehmung, die deine Reaktion auf bestimmte äußere Einflüsse und dadurch natürlich auch deine Handlungen eigentlich entstehen. Es ist das zweite Video, das heißt, wenn du das erste noch nicht geschaut hast, guck dir das wirklich an, weil das nochmal erklärt, warum du bestimmte Ergebnisse im Außen hast. Heute geht es jetzt darum, wie das Ganze eigentlich entsteht, welche Zusammenhänge du kennen musst, die dir erstmal klar sein müssen, damit du dann auch in eine andere Handlung gehen kannst. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, falls ich immer mal wegschaue. Ich versuche das bisschen kurz und knapp zu strukturieren und es gibt so viel. Das heißt, auch hier muss ich ein paar Sachen verallgemeinern oder so ein bisschen zusammenfassen. Genauso wie im letzten Video, weil wir eigentlich dafür eine extra Ausbildung machen könnten. Ja, also da spielt das Gehirn eine Rolle, wie das funktioniert, die verschiedenen Wahrnehmungskanäle, die verschiedenen Gehirnareale, die unterschiedliche Funktionen haben und bestimmte Dinge anders filtern und so weiter und so fort. Ich habe dir aber hier dann gleich mal ein Beispiel mitgebracht, an dem ich dir das wieder zeigen möchte, visuell darstellen möchte, damit du eher verstehst, okay, so sind die Zusammenhänge, das ist wichtig und daraus kannst du deine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Eines ist ganz wichtig und zwar, wir nehmen heute hier und jetzt, in dem Augenblick, wie du jetzt da bist, alles in unserer Umgebung durch einen Filter auf. Das habe ich dir im letzten Video schon gesagt. Der Filter ändert sich aber auch im Laufe deines Lebens. 10 Jahren hast du andere Filter, als du vor 10 Jahren auch hattest. Ja? Beispiele. Wenn eine schwangere Frau durch die Stadt läuft, dann wird sie komischerweise ganz viele schwangere Frauen sehen. Waren die vorher nicht da? Nein, aber der Fokus ist ein anderer. Die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, ist ein anderer. Wenn du im Begriff bist, ein neues Auto zu kaufen, genau dich vielleicht mit den Unterschieden oder den Spezifikationen eines ganz bestimmten Modells auseinandersetzt, wird dir dieses Modell wahrscheinlich auf der Straße viel häufiger begegnen, als es vorher der Fall war. Ist es häufiger da? Nein, aber du hattest den Fokus darauf nicht. Ja? Das heißt, du nimmst am Ende oder dein Hirn sorgt dafür, dass du die Welt so wahrnimmst, wie sie gerade zu deiner Situation passt. Ja, und das ist unglaublich wichtig. Und andere Beweise sind zum Beispiel, wenn du vielleicht gerade noch denkst, ich bin noch nicht gut genug, um mit dem und dem Thema rauszugehen. Ich muss jetzt vielleicht nochmal ein Seminar buchen, ich muss jetzt nochmal irgendwas Neues lernen, dann wirst du Beweise dafür bekommen, dass du noch nicht gut genug bist. Ja, also immer das, was du gerade glaubst, womit du dich gerade beschäftigst, das ist das, was du auch wahrnehmen wirst. Das ist im Endeffekt immer ein Spiegel von deinem Inneren. Ja, alles, was du im Außen siehst, spiegelt letztendlich deine Wahrnehmung wieder. Oder deine Wahrnehmung, die du im Außen hast, ja, ist abgeglichen mit dem, was du durch deine Filter auch wirklich wahrnimmst. Und jetzt ist natürlich die Frage, und ich habe das irgendwann mal gelesen, ich habe auch keine Ahnung mehr, woher es kommt, aber die Frage, wer warst du, bevor dir die Welt gesagt hat, wer du zu sein hast? Die finde ich unglaublich wichtig und wenn du die wirklich mal sacken lässt, hat die eine krasse Bedeutung. Und ich möchte dir deshalb an einem Beispiel mal erklären, wie das Ganze so, bildlich vielleicht besser darzustellen ist. Ich habe dir da mal was vorbereitet. Hier eine wunderschöne, tolle Lampe. Das ist dein innerer, wahrer Kern. Deine Essenz. Das, was wirklich, was deine Fähigkeiten, was deine Besonderheit, deine Individualität ist, mit der du hier auf diese Erde gekommen bist. Ich mache die auch extra mal an, weil ich es zum einen total schön finde und zum anderen auch für das Beispiel nochmal das Ganze schön verdeutlicht. Dein wahrer Kern, deswegen passt hier auch so gut, ist natürlich pure Liebe in dem Sinne, dass ein Kind auch nicht auf die Welt kommt mit Hass, mit Vorurteilen oder sonstigen Geschichten. Ja, es ist wie gesagt der pure Kern. Und dann kommen im Laufe deines Lebens und eigentlich sogar schon im Mutterleib Einflüsse von außen. Ja. Und das könnte zum Beispiel sein, das Fehlen von Liebe. Und das heißt nicht, dass deine Eltern dich nicht geliebt haben.
Aber in bestimmten Situationen, du es gebraucht hast, das aber nicht kommunizieren konntest, durch das Verhalten deiner Eltern, gab es vielleicht das Gefühl von fehlender Liebe. Dasselbe ist auch fehlende Nähe. Fehlende Nähe, zum Beispiel Situationen, in denen du eigentlich dieses Dasein deiner Eltern gebraucht hättest oder Bezugsperson im Allgemeinen. Wir leben in einer Zeit, da sind wir alle irgendwo in Kinderkrippe, Kindergarten und gewesen, waren quasi getrennt von den Bezugspersonen ganz oft. Oder Kinderwagen ist genauso das Beispiel, dass die Nähe einfach fehlt. Und damit fehlt vielleicht auch Sicherheit. Ja, die Sicherheit, die du als Säugling, als Kleinkind, als Kind vermisst hast. Denn das Kind weiß noch nicht, dass es eigentlich schon sicher ist. Wir wissen das ja selber heute nicht. Ja, also ganz oft fühlen wir uns, und das sind eben die Zusammenhänge, unsicher, obwohl wir in einer so sicheren Welt leben. Viel sicherer, als es vor ein paar tausend Jahren war, als du irgendwo in einer Höhle gewohnt hast. Nicht wusstest, wann du die nächste Nahrung, das nächste Wasser bekommst oder ob nicht der Säbelzahntiger jeden Augenblick hinter dem nächsten Baum hervorspringt. Ein Kleinkind kann das auch nicht unterscheiden, wenn es sich gerade unsicher fühlt und weint und nach dieser Nähe sich sehnt und es ist in dem Augenblick niemand da, dann ist diese Unsicherheit da. Auch wenn es im Bett liegt, neben dem Zimmer, neben dem Wohnzimmer der Eltern und die eigentlich da wären. Ja, das Kind weiß das nicht. Und so kommen Step by Step andere Dinge dazu. Da ist Ablehnung, Zurückweisung, die Menschen im Laufe des Lebens erlebt haben. Und am prägendsten ist das natürlich in den ersten Lebensjahren. Da haben wir natürlich auch Schuld und Scham. Ja, dass du denkst, als Kinder, das ist halt besonders wichtig, denken sehr, sehr oft, sie sind schuld an bestimmten Dingen. Wenn die Eltern sich trennen, wenn sie einfach sehen, ah, da passiert was, bin ich vielleicht schuld, wenn sie sich streiten. Scham, auch etwas, was einen ganz großen Imprint in unserem Leben hinterlassen kann. Und bis zum, man sagt, ungefähr siebten Lebensjahr ist diese Prägungsphase intensiv. Dann saugt das Unterbewusstsein, weil wir haben dann noch nicht so diesen, so ein bisschen diesen Türsteher zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, dann saugt das Unterbewusstsein noch alle Informationen fast ungefiltert auf. Das heißt, es kommt viel mehr rein, als es jetzt bei uns im Erwachsenenalter ist. Also Kinder sind wirklich wie ein Schwamm. Deswegen lernen die so schnell und so viel, zum Teil im Kleinkindalter schon verschiedene Sprachen und so weiter, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, was uns im Erwachsenenalter schwerer fällt. Und am Ende ist es wirklich so, alles, was unser Hirn beobachtet, lernt, gezeigt bekommt, vorgelebt bekommt, dann natürlich auch schlussfolgert, raus extrahiert, auch alles, was es zum Beispiel hört, was die Eltern sagen, worüber sie sich unterhalten, Bezugspersonen, Freunde, das Umfeld, das hat alles, das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Und wichtig ist auch die nonverbale Kommunikation. Sprich, wenn deine Eltern dir sagen, und ich nehme einfach mal Eltern als Beispiel, die Bezugspersonen, ja, das hast du aber toll gemacht. Gleichzeitig, das aber so machen, wir sagen, das hast du super gemacht. Ich bin ganz stolz auf dich. So, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass die nonverbale Kommunikation, die übrigens 93% unserer Wahrnehmung ausmacht, was ganz anderes erzählt. Und beim Kind nicht ankommt, ich bin stolz auf dich, sondern ankommt, ich beachte dich nicht. Ich habe gerade keine Zeit, andere Dinge sind mir wichtiger. Und all das spielt eine große Rolle. Und du siehst es vielleicht schon, da verändert sich ein bisschen was. Das heißt, was sich dann auch hieraus entwickelt, nämlich welche Muster, welche Glaubenssätze, auch welche Gewinnformeln. Gewinnformel ist etwas, das du tust, um Grundbedürfnisse zu befriedigen.
was aber meistens nicht die direkte Befriedigung ist, sondern es irgendwie über Umwege funktioniert und meistens ein bisschen, wenn das von außen betrachtet wird, nicht sehr logisch ist. Ja, ist eine Gewinnformel. Was sich genau entwickelt, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Kontext ab, also in welcher Umgebung du eben bist, welche Vorbilder du auch hattest, welchen Zugang zu Informationen und zu welchen Informationen du hattest. Das heißt, auch hier, je nach Kontext, kann sich ein und dieselbe Situation oder auch Begebenheit in deinem Leben oder im Leben von Kindern unterschiedlich wieder ausprägen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass eine oder 10 Kinder erleben eine und dieselbe Situation, alle bilden denselben Glaubenssatz oder dasselbe Muster oder dieselbe Gewinnformel aus. Ja, da hängen natürlich noch viele andere Sachen mit zusammen, aber ich will dir das jetzt mal sinnbildlich zeigen. Es hat einfach einen Einfluss. Ja. Natürlich hat auch einen Einfluss, wie viel Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie man das heutzutage sagt, hast du denn mitgegeben bekommen? Damit wirst du auch teilweise geboren, weil du natürlich 50% Mama, 50% Papa hier wieder schon auch deren Musterprägungen und Gewohnheiten zu einem gewissen Teil mitbekommst. Ja? Dinge, die im Körper gespeichert sind, die in der DNA gespeichert sind, kriegst du ja mit. Was alles wie gespeichert wird, erkläre ich dir auch im nächsten Video dann nochmal. Ja, aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, alles das, was eine Emotion bei dir hervorbringt und dein Nervensystem kann die in dem Augenblick nicht verarbeiten, wird in deinem Körper gespeichert als Erfahrung. Das heißt, es ist nicht nur in deinem Kopf oder im Unterbewusstsein drin, sondern eben auch in deinen Körperzellen. Und das ist auch etwas, was du weitergibst und was du sozusagen vererbst. Ja? Und damit entstehen letztendlich auch Traumata. Aber dazu im nächsten Video dann nochmal mehr. Eines ist im Endeffekt Fakt. Bestimmte Glaubenssätze, das, was wir hier bekommen haben, mitbekommen haben, bestimmen unsere Realität. Bestimmte Muster bestimmen, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir Entscheidungen treffen. Bestimmte Gewohnheiten, die wir einfach aufgrund all dieser Dinge, die passiert sind, ausgebildet haben, bringen uns zu immer wieder ähnlichen Handlungen, die ja immer wieder ähnliche Ergebnisse produzieren. Die Erwartungen, die sich ergeben aus den Erfahrungen, die wir hatten, bestimmen wiederum, welche Ergebnisse wir haben. Emotionen sind auch wieder an bestimmte Erwartungen geknüpft. Und so ist alles ein Riesenkreislauf. Ja? Wie viel von deinem wahren Kern ist denn jetzt noch sichtbar? Wie viel Leuchtkraft hat dein wahres Inneres? Wie viel von dieser bedingungslosen, unendlichen Liebe, die im Kern erstmal da war, ist denn jetzt noch sichtbar? Und kannst du darauf zugreifen, wenn diese ganzen Schichten hier drüber sind? Und theoretisch hätte ich die ganze Zeit weitermachen können und ich habe ja eigentlich auch noch ein paar, weil letztendlich, je mehr Erfahrungen, je mehr immer wieder Bestätigung von dem, was wir glauben, ich glaube, ich bin nicht, nicht genug, nicht wertig genug und, dann kriege ich diese Bestätigung. Und das wird immer und immer und immer dicker. Ja? Und dann ist es sowas von logisch, dass du dich, das war so irgendwie, steht mir so ein bisschen vor der Nase, dass du dich immer wieder fragst, ja, wer bin ich denn wirklich? Wer ist denn die Person, die hier drinnen verbuddelt ist, die verschüttet gegangen ist? Wer bin ich denn in meinem wahren Kern? Was macht mich denn aus? Was kann ich wirklich gut? Wozu bin ich denn hier auf dieser Welt? Wenn du hier nicht durchgucken kannst, ja, wenn diese ganzen Muster, Bewertungen, Glaubenssätze, dieses ganze Ding, was du da in deinem Kopf hast, hier einfach drüber liegen. Und dadurch ist es ganz normal, dass es Situationen gibt, dass es Momente gibt, in dem du zweifelst. Und zwar völlig egal, wie erfolgreich du bist. Ich kenne niemanden, und Gott sei Dank, klar, ich kenne natürlich nicht alle erfolgreichen Menschen persönlich, logisch, aber es gibt Gott sei Dank auch viele sehr erfolgreiche Menschen, die sehr offen darüber sprechen und die auch sagen, dass es Momente gibt, in denen sie zweifeln. An sich, an ihrem Weg, an den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und das ist ganz normal, weil es bedingt alles ein und derselben Ursache, nämlich
dass wir im Laufe unseres Lebens eben diese ganzen Schichten, diese verschiedenen Schichten an, ja, Filtern, nenne ich es jetzt mal im Oberbegriff, und Step by Step by Step auferlegt haben. Die bestimmen zu einem Großteil deine Ergebnisse. Obwohl eigentlich deine Ergebnisse durch diesen Kern, der unten drunter ist, bestimmt werden sollten. Das wäre das Ziel. Die Realität ist, dass all das, was hier oben drauf ist, das bestimmt und beeinflusst. Und zum Beispiel auch, inwieweit du bestimmte Strategien durchziehen kannst. Wenn dir irgendjemand sagt, mach dies oder jenes auf die und die Art und Weise, und du hast aber plötzlich irgendwo in deinem Leben einen Filter bekommen, einen Glaubenssatz entwickelt, eine Angst, ein Muster entwickelt, was genau in diese, in diese Strategie quasi oder was negativ auf diese Strategie wirkt, als Beispiel, weil du Angst hast, dich zu zeigen, dann hat es einen Einfluss darauf, ob du diese Strategie durchziehen kannst. Und dann kannst du noch so sehr eine neue Strategie suchen, wenn es bestimmte Dinge gibt, die immer wieder dafür sorgen, dass du nicht in die Umsetzung kommst bei manchen Sachen, dass du diese innere Handbremse, die du ja spürst, wo du ja merkst, es gibt's doch nicht. Ich weiß das vom Kopf her. Ich weiß vom Kopf her genau, was ich eigentlich tun müsste, aber ich krieg's nicht hin. Irgendetwas blockiert mich. Ich habe irgendwelche Ängste, die dann immer auftauchen. Ich sabotiere mich selber. Das sind einfach Dinge, das sind Sachen, ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Das sind diese Filter, die wir ja gar nicht bewusst haben. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du dir vielleicht erklären, wenn du gedanklich in deine Vergangenheit gehst, dich vielleicht an eine Situation erinnern kannst, die ein bestimmtes Gefühl ausgelöst hat, wo du eine Schlussfolgerung draus hattest, wo du sagst, ja, das macht gar keinen Sinn mehr, weil in der Situation war das anders. Beispiel, du stehst vor der Klasse, du trägst ein Gedicht vor, du vergisst deinen Text und sagst, fuck, ich bin der totale Versager. Wo jemand anderes vielleicht einfach nur sagen konnte, boah, ich war irgendwie total abgelenkt, habe ich vergessen. Gott, beim nächsten Mal wird es anders. Selbe Situation, letztes Video, andere Schlussfolgerung, andere Handlung, andere Bewertung da drauf. Das macht den Unterschied. Ja, und dann gibt es aber auch Situationen, die passiert sind, als du 6 Monate alt warst. Da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Dann hast du Dinge wahrgenommen, dein Unterbewusstsein hat Dinge wahrgenommen, hat Schlussfolgerungen gezogen, hat sich vielleicht nicht geliebt, nicht sicher oder whatever gefühlt. Da kannst du mit deinem Verstand nicht mehr zurückgehen und siehst dich plötzlich mit 6 Monaten irgendwo im Bettchen liegen und oder im Kinderwagen und kannst dann logisch erklären, was in der Situation passiert ist. Ja, deswegen können wir nicht immer an diese Sachen mit dem Verstand rangehen, weil wir vieles überhaupt gar nicht bewusst haben. Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, wenn wir alles immer versuchen wollen, mit dem Verstand zu lösen. Ich versuche, den Verstand hier mit reinzunehmen, damit du erstmal verstehst, wie das zustande kommt. Und dann kann der Verstand dir helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen und eben auch die Entscheidung zu treffen, diese ganzen Schichten mal Stück für Stück wieder abzunehmen. Ja, und gleichzeitig dürfen wir mit vielen Dingen arbeiten, die eben am Verstand vorbeigehen, um daran zu kommen, was wir eh nicht mit dem Verstand begreifen können. Ja? Das heißt, all das, was wir hier drauf liegen haben, habe ich gerade gesagt, bestimmt zum Beispiel, ob du bestimmte Dinge, Strategien, Business, Tipps und so weiter durchziehen kannst. Das bestimmt auch, wie du in Beziehungen agierst, welche Muster du immer wieder an den Tag legst, welche Reaktionen daraus entstehen. Ja, dass du auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagierst, ist das angemessen oder ist es nicht angemessen in bestimmten Situationen, weil hier vielleicht irgendwo Trigger versteckt sind, weil hier bestimmte Muster drin sind, die immer wieder angetriggert werden in bestimmten Situationen, durch bestimmte Sätze, durch ein bestimmtes Verhalten von deinem Partner, was der nicht wissen kann und was komischerweise bei jedem Partner immer wieder gleich ist. Ja? Das heißt, die Art und Weise, wie du Business führst, Beziehungen führst, mit Menschen umgehst, egal ob das Kinder, Freunde, Eltern, Kunden sind,
All das kann hier beeinflusst sein oder ist beeinflusst, um ganz ehrlich zu sein. Ja? Und wir müssen jetzt Stück für Stück diese Schichten wieder abtragen. Das heißt, wir dürfen die negativen Glaubenssätze auflösen, die sich gebildet haben. Wir dürfen deine unbewussten Blockaden und Muster zerstören und natürlich im optimalen Falle in neue, zielführende umwandeln bzw. neue erschaffen. Und wir dürfen vor allem eben auch diese ganzen festsitzenden Emotionen und Traumata auflösen. Diese Energie auch wieder in Fluss bringen. Ja, Emotion ist nur eine Energie. Emotion, Energy in Motion. Das dürfen wir wieder zum Fließen bringen, sodass dein Körper das auch ausleiten kann. Ja? Und dann Stück für Stück hier können wir wieder an deinen wahren, inneren und ziemlich stark leuchtenden Kern herankommen. Das, was du in Wahrheit bist. Ohne diesen ganzen Mist, den du dir dein Leben lang aufgebürdet hast. Ohne die Rucksäcke, die du die ganze Zeit mitschleppst. Das ist ein ganz großes Ziel. Je klarer das sichtbar ist, desto eher weißt du, ja, was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Was ist das, was ich wirklich möchte? Wie kriege ich es hin, mein Ziel wirklich zu verfolgen? Wie kann ich dafür sorgen, jetzt Dinge wirklich auch umzusetzen und durchzuziehen? Und wie wir diese ganzen Schichten abarbeiten, abtragen und Step by Step zu deinem inneren Kern kommen können, das erkläre ich dir im nächsten Video. Viel Spaß dabei!